Mit der IBEX G4 eröffnet die Firma Terratec aus Vorarlberg eine neue Leistungsklasse im Segment der Einachsgeräteträger. Wir durften den Hersteller bei der Markteinführung begleiten und die ersten Maschinen in der Praxis ausprobieren. Seit 3 Jahren ist der Vorarlberger Steilhangspezialist Terratec mit der IBEX G2 am Markt. Ein vollhydraulischer Einachsgeräteträger mit verschiebbarer Achse, der für den kompromisslosen Einsatz in extremen Hanglagen entwickelt wurde. Die Maschinen werden aber nicht nur für die Heuernte genutzt, sondern auch zum Mulchen. Deshalb wurde in der Vergangenheit immer öfter der Ruf nach einer stärkeren Ausführung laut. Terratec hat reagiert und eröffnet jetzt mit der IBEX G4 eine neue Leistungsklasse im Segment der Einachser. Schon beim Start des Motors verrät der kernige Klang, dass man es hier mit einer sehr kraftvollen Maschine zu tun hat. Unter der Haube im Steinbock-Design schlägt ein Zweizylinderherz von Briggs & Stratton, das aus 1 Liter Hubraum gewaltige 40 PS mobilisiert. Damit ist die Maschine geradezu prädestiniert für alle Arbeiten, die besonders viel Leistung fordern. Insbesondere zum schlagkräftigen Mulchen im anspruchsvollen Gelände. Obwohl die IBEX G4 deutlich bulliger wirkt, lehnt sich das Design an die kleinere G2 an. Seiner Grundidee ist Terratec treu geblieben. Ein leistungsfähiger, einfach zu bedienender Motor mehr, der die Arbeit am Steilhang einfacher und vor allem sicherer machen soll. Konstruktiv beschreitet der Hersteller mit der G4 völlig neue Wege. Der Verbrennungsmotor und die Hydraulikpumpen wurden um 90 Grad gedreht. Eine Trockensumpfschmierung mit außenliegendem Ölbehälter gewährleistet eine sichere Schmierung und Kühlung des Motors, selbst in extremer Schräglage. Damit der große Steinbock auch bei schwerer Arbeit nicht ins Schwitzen kommt, hat Terratec ein neues Kühlsystem entwickelt. Dabei wird die Luft im staubarmen Bereich über der Maschine angesaugt und anschließend nach unten durch die Kühler gezogen. Wer die IBEX G2 kennt, der kommt auch mit der G4 sofort zurecht. Denn das bewährte Bedienkonzept wurde beibehalten. Neu ist das farbige Display zwischen den Holmen, das dem Fahrer alle Betriebszustände anzeigt. In einem weiteren Untermenü lassen sich Voreinstellungen für verschiedene Anbaugeräte abspeichern. Damit wird gewährleistet, dass jedes Gerät auch richtig eingestellt ist. Der Bordcomputer gibt Auskunft über Betriebsstunden und gefahrene Kilometer. Die IBEX G4 verfügt über 3 doppelt wirkende Hydrauliksteuergeräte, von denen 2 mit Kippschaltern am Armaturenbrett bedient werden, das dritte über Tasten am linken Holmgriff. Am Display lässt sich einstellen, ob das Steuergerät einfach oder doppelt wirkend arbeiten soll. Neu ist auch die zweifache Verstellung des Holms, mit dem jeder Fahrer eine ergonomische Position für seine Körpergröße findet. Diesen Knickholm bietet Terratec auch als Wunschausrüstung für die IBEX G2 an. Der Motorluftfilter ist, wie schon bei der G2, bequem von außen zugänglich. Über ein Sichtfenster hat der Fahrer den Kraftstoffvorrat immer im Blick. Weiter vorne sitzt der Behälter für das Hydrauliköl. Für die Arbeit bei Dunkelheit bringt die Maschine auf Wunsch 3 LED-Arbeitsscheinwerfer mit. Um das Handling im unwegsamen Gelände zu vereinfachen, wurde der Verstellweg des hydraulischen Achsverschubs auf 37 cm erweitert. So lassen sich einerseits schwere Anbaugeräte zum Überfahren von Hindernissen leicht ausheben, andererseits bäumt sich die Maschine am Steilhang nicht so schnell auf. Eine ganz entscheidende Rolle spielt aber auch die richtige Bereifung. Nur so lässt sich das volle Potenzial ausnutzen. Vor diesem Hintergrund hat Terratec bereits vor 3 Jahren den LS Grip entwickelt. Ein Luftstachelrad, welches die Vorzüge beider Welten vereint. Die Hangtauglichkeit von Stachelrädern aus Metall, wie sie bisher bei Motormähern Standard waren, und die dämpfende Wirkung einer Luftbereifung. Den Gummirohling lässt Terratec extern bei einem namhaften Reifenhersteller fertigen. Am Firmensitz in Vorarlberg werden dann die Spitzen aus gehärtetem Spezialstahl montiert und der Mantel auf die Felge gezogen. Den LS-Grip gibt es nicht nur für die IBEX, sondern auch für alle gängigen Motormäher anderer Hersteller.
Bestellungen sind über den Fachhandel oder über den Online-Shop auf terratech.cc möglich. IBEX Geräteträger sind bekannt für ihr leistungsstarkes Hydrauliksystem. Auch bei der G4 verbaut TerraTech nur die hochwertigsten Komponenten. 3 Verstellpumpen, je eine für die beiden Radmotoren und eine weitere für den Geräteantrieb, fördern immer nur so viel Öl, wie gerade benötigt wird. Bei der G4 bis zu 72 Liter pro Minute bei 250 Bar. Die installierte Motorleistung wird bestmöglich genutzt, weil das Öl nicht unnötig erwärmt wird. Alle Funktionen lassen sich unabhängig voneinander stufenlos in beide Richtungen verstellen. Sehr feinfühlig, aber dennoch kraftvoll. Vor allem, wenn es darum geht, große Mengen an Biomasse zu zerkleinern, spielt die IBEX G4 ihre Stärken voll aus. Für die ersten Einsätze stand uns ein Mything-Schlegelmulcher mit 1,60 Meter Arbeitsbreite zur Verfügung. Um die hohe Motorleistung auch für andere Anwendungen nutzbar zu machen, sind bereits weitere Anbaugeräte in der Erprobung, wie dieser Forstmulcher von Humus mit feststehenden Werkzeugen. Ein weiteres Feature, das sich viele Kunden gewünscht haben, ist die Funkfernsteuerung, die TerraTech ab sofort für alle IBEX-Modelle anbietet. Damit kann die Bedienperson im flachen Gelände bleiben, während die IBEX am Steilhang die Arbeit verrichtet. Tag für Tag spart man sich so viele unnötige Schritte. Die Sicht auf den Arbeitsbereich wird besser, das Unfallrisiko minimiert. Über die Fernsteuerung lassen sich alle Funktionen der Maschine ansteuern. Der Fahrantrieb für beide Richtungen, die Lenkung und der Achsverschub. Mehrere Potentiometer dienen zur Einstellung der Endgeschwindigkeit sowie der Geräte- und der Motordrehzahl. Der Geräteantrieb selbst wird über einen Kippschalter aktiviert. Mit einem Taster auf der rechten Seite startet man den Motor. Über den Notausschalter wird die Maschine abgestellt. IBEX kommt zu 100% aus Österreich. Am Firmensitz in Bludenz wurde vor 3 Jahren eine neue Produktionshalle errichtet. Hier werden die Maschinen entwickelt und individuell nach Kundenwunsch von Hand zusammengebaut. Viele der Mitarbeiter stammen selbst aus der Landwirtschaft und haben eine enge Beziehung zum Produkt. IBEX bedeutet für mich Leidenschaft. IBEX ist ein Top-Produkt. Ja, ist einfach geil für Landwirte in den Bergen, wie ich einer bin. Das macht einfach Spaß, mit der IBEX zu arbeiten. Das ist eine Riesenerleichterung für Landwirte und das macht die IBEX aus. Ja, jede Maschine ist halt ein Einzelstück für uns. Immer etwas Besonderes, wenn eine Maschine fertig ist. Es ist nie Stillstand. Es geht immer weiter. Es ist immer noch was Neues und es wird immer verbessert. Oder das gefällt mir einfach. Also IBEX bedeutet für mich, sag mal, Qualität. Ja, IBEX ist für mich steiler geht's nicht. Je steiler, desto geiler. IBEX bedeutet für mich eigentlich wirklich das innovativste und technisch hochwertigste Produkt für den Steilhang. Also wer im Steilhang wirklich leicht und sicher arbeiten will, da kommt den IBEX eigentlich nicht vorbei. Der IBEX ist mein Lebenswerk geworden. Das Ganze entstand aus einem Hobby heraus. Der Thomas formulierte es in schönen Worten: Ich spreche die Sprache vom Landwirt. Und ich glaube, das ist der Erfolg von TerraTech. Weiters kommt natürlich der Großteil von der Belegschaft von der Landwirtschaft. Und das spürt man in der ganzen Firma. Die neue IBEX G4 ist ab sofort erhältlich. Für die aktuelle Saison ist eine Kleinserie von 28 Einheiten geplant. Ab 2023 wird die Maschine dann voll verfügbar sein. Der Preis steht noch nicht endgültig fest. Für das Grundgerät wird man voraussichtlich, je nach Ausstattung, zwischen 30.000 und 40.000 Euro ohne Mehrwertsteuer auf den Tisch legen müssen. Wer die verschiedenen IBEX-Modelle gerne einmal selbst ausprobieren möchte, der kann das im Rahmen einer Roadshow tun, die TerraTech an verschiedenen Standorten im gesamten Alpenraum plant. Alle Infos und Termine findet ihr online unter terratech.cc. Liebe Zuschauer, wie gefällt euch die neue IBEX G4? Was ist eurer Meinung nach besonders gut gelungen und welche Features würdet ihr euch in Zukunft noch wünschen? Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat.